Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen zu Science and Geo-Innovation Pitches für Bachelor- und Master-Absolventen. Wir werden in den nächsten knapp 90 Minuten 7 Pitches hören, wo junge Kolleginnen und Kollegen aus dem Beruf eben ihre Bachelor- und Masterarbeiten vorstellen werden. Wenn es Pitches gibt, dann gibt es auch logischerweise, oder wenn es die Vorstellung gibt, dann gibt es auch eine Jury. Deswegen freue ich mich, dass wir drei kompetente Kolleginnen und Kollegen aus dem Beruf gewinnen konnten. Zunächst Herrn Professor Robert Seuss, Professur für Geoinformation an der Universität Frankfurt für den Bereich der Wissenschaft. Herrn Andreas Eicher für den Bereich der Presse. Er ist stellvertretender Chefredakteur bei GIS Business und Redakteur bei GISPOINT. Und als Vertreter der Wirtschaft freue ich mich, Herrn Uwe König, Geschäftsführer bei Conterra, begrüßen zu dürfen. Und wenn es eine Jury gibt, können Sie sich sicherlich vorstellen, dann gibt es auch was zu gewinnen. Die ersten drei werden nachher prämiert. Es gibt einen Geldpreis für den ersten in Höhe von 500 Euro, für den zweiten in Höhe von 300 Euro und für den dritten in Höhe von 200 Euro. Die Regeln sind für alle gleich. Die Pitches sollen 7 Minuten dauern. Wir werden 6 Pitches auf Deutsch haben und einen auf Englisch. Ja, ich möchte Sie jetzt nicht lange auf die Folter spannen und freue mich, dass es losgeht mit dem ersten Vortrag von Herrn Theodor Kappler vom KIT mit seiner Bachelor-Thesis Simultane Segmentierung und monokulare Tiefenschätzung mit Deep Learning. Herr Kappler, viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Herr Dutel. Ich hoffe, ich bin hörbar für alle. Passt. Dann darf ich euch und Sie auch nochmal herzlich begrüßen zur Kurzpräsentation meiner Bachelorarbeit zum Thema simultane Segmentierung und monokulare Tiefenschätzung mit Deep Learning. Mein Name ist Theodor Kappler. Ich bin Masterstudent am KIT. Genau, jetzt würde ich bitten, weiter zu klicken. Genau, ich mache vielleicht einfach so. Tipptopp. Als Motivation habe ich eine kleine Szene mitgebracht. Ganz typisch, wir sind ein Autofahrer und es läuft gerade ein Mensch über eine Fahrbahn. Jetzt haben wir eine Entscheidung zu treffen. Und wir würden dann ganz automatisch einfach eine Szeneninterpretation als Mensch vornehmen. Wir sehen, okay, da ist ein Mensch, der ist irgendwo mittig im Sichtfeld und ist ungefähr 5 Meter weit entfernt. Und daraus würden wir eine Aktion ableiten, würden sagen, jetzt sollten wir bremsen oder so. Und genau diese Szeneninterpretation, die will man ganz oft im maschinellen Sehen einfach automatisieren. Und das ist auch was, womit ich mich eben beschäftigt habe in meiner Bachelorarbeit, nämlich einerseits mit der Segmentierung, dem was sehe ich und wo sehe ich es, also in einem Bild, und andererseits mit der Tiefenschätzung, also wie weit ist etwas weg. Und gerade zu diesen beiden Sachen möchte ich jetzt noch ein paar Grundlagen kurz erklären. Beides sind ja Aufgaben des maschinellen Sehens, die auf Bildern ausgeführt werden. Also habe ich als Grundlage immer ein Bild und dieses Bild kann ich einerseits eben semantisch segmentieren. Und das bedeutet die Zuordnung einer Klasse zu jedem Pixel eines Bildes. Und dadurch entstehen eben semantisch zusammenhängende Regionen, so wie zum Beispiel alle Pixel des Bildes, die der Klasse Tisch angehören. Zum Beispiel hier pink eingefärbt. Eine andere Aufgabe des maschinellen Sehens ist die monokulare Tiefenschätzung. Das bedeutet die pixelweise Berechnung einer Distanz zur Aufnahmeposition. Das würde man ganz oft einfach stereoskopisch machen, also in der klassischen Fotogrammetrie mit 2 Kameras oder einer Kamera zu 2 Zeitpunkten. Man kann das aber auch ohne stereoskopische Beziehung machen, was dann auch ein streng genommen inkorrekt gestelltes Problem ist, weil es natürlich nicht möglich ist, ohne Zusatzwissen aus nur einem Bild eine Tiefe abzuleiten. Mit Lernverfahren ist es aber dennoch möglich, vielleicht analog dazu. Wir können ja auch, also wir haben unsere Tiefenwahrnehmung als Menschen ja auch über das stereoskopische Sehen beider Augen. Wenn wir ein Auge zu haben, können wir aber trotzdem noch die Tiefe einschätzen, einfach weil wir es mal gelernt haben. Also kann man eben beides lösen über lernbasierte Verfahren, zum Beispiel hier Deep Learning basierte Modelle. Und beides sind eben auch pixelweise Probleme, also irgendwo ähnlich. Und das ist das, was ich praktisch in meiner Bachelorarbeit gemacht habe. Ich habe versucht, oder eben ein Modell geschrieben, das quasi ein Bild nimmt und daraus gleichzeitig segmentiert und die Tiefe schätzt. Also quasi 2 in 1.
Und das habe ich eben anhand von einem sogenannten Multi-Head-Ansatz gemacht. Hier vielleicht kurz dargestellt, wie ich das gemacht habe. Im maschinellen Sehen hat man ganz oft so eine Encoder-Decoder-Struktur. Praktisch, man nimmt ein Bild, berechnet aus diesem Bild Merkmale und kann dann einen Decoder auf diese Merkmale eben ansetzen, der uns zum Beispiel segmentiert oder auch die Tiefe schätzt. Und was ich dann eben gemacht habe, ist, ich habe einen Encoder verwendet und quasi daran zwei Decoder drangebaut. Einen für Segmentierung und einer für Tiefenschätzung. Hierbei ist eben, wie gesagt, der Encoder-Block der gleiche für beide Aufgabenstellungen. Also beide Aufgabenstellungen arbeiten mit den gleichen Merkmalen. Und dieser Encoder-Block ist Vision Transformer-basiert, was mein Modell über bisherige Ansätze auch hervorhebt. Wie gesagt, wir haben zwei Decode-Heads, wie man in der rechten Darstellung auch sehen kann. Wir nutzen, oder ich nutze in dem Modell, den Cross-Entropy-Loss für den Segmentierungskopf und den Root-Mean-Squared-Log-Error-Loss für die Tiefenschätzung. Der Gesamtloss ergibt sich dann als gewichtete Summe. Untersuchungen dazu in meiner Bachelorarbeit. Und hier rechts sieht man das eben nochmal dargestellt. Ein Encoder und zwei Decode-Heads praktisch für beide Aufgaben. So, was kann man jetzt damit machen? Was sind die Ergebnisse, die ich damit erzielt habe? Ich habe das Ganze trainiert und evaluiert auf dem Datensatz NYU V2. Und es ergibt sich ein erheblicher Laufzeitvorteil für Training und Inferenz im Vergleich zum getrennten Vorgehen. Mit dem getrennten Vorgehen meine ich quasi die dedizierte Anwendung von Erstsegmentierung und dann Tiefenschätzung auf zum Beispiel das gleiche Bild. Und mein Modell, das eben beides gleichzeitig löst, erhält eben für Training und Inferenz einen Laufzeitvorteil. Zusätzlich, wenn man mein Modell mit bereits bestehenden Ansätzen zur Segmentierung und Tiefenschätzung, zur simultanen, vergleicht, haben wir bei uns in meinem Modell eine gleichwertige oder bessere, also gleichwertige oder bessere Ergebnisse als eben diese bereits bestehenden. Und das machen wir möglich durch die Nutzung eines modernen Vision Transformer-basierten Ansatzes im Encoder. Das Ganze kann man hier nochmal sehen. Hier habe ich mein Modell, den SegDepthformer, gegenübergestellt zu bereits bestehenden Ansätzen, zur simultanen Segmentierung und Tiefenschätzung. Und wir halten, dass wir für die Metrik der Segmentierung, die ich gewählt habe, die MIUU, dass wir die beste MIUU in meinem Modell erhalten, sowie einen der besten Root Mean Squared Errors, also die Metrik für die Tiefenschätzung im Vergleich eben mit bereits bestehenden Modellen und auf jeden Fall den besten Trade-off aus beidem. Zusammenfassend kann man sagen, das simultane Vorgehen für die Segmentierung und Tiefenschätzung bietet einen erheblichen Laufzeitvorteil ohne Qualitätseinbußen. Wir halten nämlich die gleichen Qualitäten, wie wenn wir beides getrennt voneinander betrachten. Und mit meinem Modell konnten wir die State of the Art in simultaner Segmentierung und Tiefenschätzung eben voranbringen, und zwar eben durch den Vision Transformer-basierten Ansatz im SegDepthformer. Als Ausblick wurde das Modell eben zusammen mit einer Unsicherheitsanalyse in diesem Paper veröffentlicht. Das Paper, da soll jetzt eigentlich noch eine Folie kommen, glaube ich. Genau, das Paper ist hier auch nochmal verlinkt, genauso wie meine Bachelorarbeit, für den das interessiert. Und mir bleibt noch zu danken für die Aufmerksamkeit und freuen Sie sich auf die kommenden Beiträge. Ja, vielen Dank, Herr Kappler, für die Vorstellung Ihrer Bachelorarbeit. Schlag auf Schlag geht es weiter. Ich darf als Nächsten Herrn Jannik Matejewitsch begrüßen. Von der HCU. Er wird uns seine Bachelor-Thesis mit dem Titel Bidirectional Enrichment of CityGML and OSM for Safety Assessment of Cycling Routes vorstellen. Der Titel meiner Bachelorarbeit ist Bidirectional Enrichment of CityGML and OSM for Safety Assessment of Cycling Routes. Und ja, jetzt erstmal zur Motivation. Also Radverkehr ist eine sehr nachhaltige Mobilitätsform und auch gut für die allgemeine Gesundheit. Des Weiteren hilft es auch bei der Verkehrsentlastung. Ja, dennoch sind Sicherheitsbedenken ein großes Hindernis für viele Bürger, Radverkehr als alternative Mobilitätsform anzunehmen. Deswegen, ja, das ist der Punkt meiner Bachelorarbeit. Ich will mit besseren Qualitätsanalysen eben die Sicherheit verbessern oder die Sicherheitsbewertung verbessern. Bevor wir jedoch zu meiner Bachelorarbeit kommen, erstmal die grundlegende Arbeit. Dazu habe ich in meiner Forschungsgruppe oder mit meiner Forschungsgruppe eine Methodik erstellt, die eben die Fahrradsicherheit automatisch bewerten kann. Dafür nutzen wir OSM-Daten und eine lineare Regression und erhalten Safety Maps. Jedoch gibt es einige Probleme, und zwar
fehlende Indikatoren oder Unvollständigkeit aufgrund der OSM-Daten. Und des Weiteren gibt es auch keine wirkliche Möglichkeit der guten Sichtbarkeitsanalyse, also in einem 3D-Environment. Hier einmal können Sie sehen, so eine Safety-Map, so sieht es dann aus nach der Methodik. Und das ermöglicht dann auch das Routing, zum Beispiel hier in blau, wenn man wirklich am sichersten von A nach B kommen will, können wir jetzt die blaue Route fahren, die ist ziemlich lang, aber das ist auf jeden Fall möglich mit Hilfe der Methodik. So, kommen wir jetzt zu CityGML. Also CityGML ist ein offener Standard, der vom OGC entwickelt wurde und ist da, um eben Stadtmodelle zu teilen oder zu speichern. Des Weiteren unterstützt es semantische Informationen sowie auch mehrere Detaillierungsgrade, wie da zu sehen, die typischen Lots. Und ja, ermöglicht eben oder hat ein großes Potenzial, da eben die präzise 3D-Darstellung es ermöglicht, wirklich präzise sicherheitsrelevante Faktoren rauszunehmen und diese dann zu analysieren. Jetzt kennt ihr ja CityGML und auch die grundlegende Methodik. Kommen wir jetzt zu den meinen Forschungsfragen. Die erste wäre dann, welche Informationen liefert überhaupt CityGML, die jetzt in OSM so nicht gegeben ist oder einfach unvollständig ist. Des Weiteren wäre dann die nächste Frage, wie kann man denn diese diese CityGML-Informationen, die ja in 3D sind, nach OSM bringen, was ein zweidimensionales oder eindimensionale Datenstruktur hat. Und dann das Letzte wäre dann noch, wie man dann diesen resultierenden Safety-Score auch in eine CityGML-Umgebung bekommt, damit man eben das auch alles in 3D betrachten kann, was einfach hilft bei der Visualisierung. Hier auf der rechten Seite seht ihr so ein kurzes kleinen Workflow. Und zwar nach der Datenverarbeitung wollen wir einfach die relevanten Daten, also aus CityGML und OSM, per Map-Matching aufeinander ausrichten, damit wir zum Beispiel mit der räumlichen Verschneidung die Attribute transferieren können. So, hier seht ihr es einmal. In Rot haben wir die OSM-Kanten, die die Straßen, Fahrradwege und Fußgängerwege repräsentieren. Und CityGML hat eben in Blau zum Beispiel die Biking Area, die für die Fahrradwege gebraucht werden. Und das hat keinen räumlichen irgendwie Bezug, dass man die Attribute gut transferieren könnte. Deswegen kommen wir dann zu der Methodik Map Matching. Und da habe ich jetzt zwei verschiedene Methodiken. Einmal eine per FME, die sehr simpel ist und jeder sehr einfach selber nochmal machen könnte. Und einmal eine mit einem Hidden Markov Model. Aber zuallererst wird eben eine Unique ID hinzugefügt, damit das Matching in die andere Richtung, es ist ja bidirektionales Matching, einfach per semantischen Matching funktioniert. Und das Grundlegende ist erstmal, dass man eben die Geometrie vereinfacht. Für FME reichen einfach Centerlinien dieser Fahrradwege. Und für Hidden Markov Model, was eigentlich für GPS-Sequenzen benutzt wird, da werden diese Centerlinien dann nochmal zu Punkten konvertiert. In FME kann man einfach den Anchored Snapper Transformer benutzen. Der funktioniert relativ gut, hat jedoch doch seine Schwächen, aber für schnelles Matching ist es auf jeden Fall eine gute Methode. Und in die andere Richtung könnte man es eben auch machen oder man könnte einfach dann per Semantik matchen. Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen genauer zum Hidden Markov Model. Das ist ein probabilistisches Modell, was eben meistens für GPS-Sequenzen benutzt wird. Und in dem Fall haben wir hier in Grau haben wir die Hidden States, die versteckten Informationen. Das sind in unserem Fall das OSM-Straßennetzwerk. Und dann haben wir in Grün die Emissions- oder die Beobachtungsfolge. Das ist in dem Fall eben die konvertierte Punktfolge, also 1 eigentlich CityGML Areas. Und dann habe ich hier in Orange die Übergangswahrscheinlichkeit. Das gibt einfach die Wahrscheinlichkeit an, wie wahrscheinlich es ist, von einem Segment zum nächsten Segment zu gehen. Und in Lila ist es die Emissionswahrscheinlichkeit. Das ist, wie wahrscheinlich es ist, dass jetzt der Punkt zu diesem Straßenstück oder zu diesem Fahrradweg gehört. Und jetzt auf der nächsten Folie haben wir dann einen kurzen Vergleich. Hier in Schwarz haben wir das OSM-Straßennetz. In farbig jetzt dargestellt, die Breite haben wir die Breite der Fahrradwege. Und jetzt nochmal zwei weiter. Hier sieht man schon mal, das matcht eigentlich relativ gut, nur an diesen Kreuzungen, wo eben CityGML-Daten nicht vorhanden sind, gibt es auch Mismatches, weil ein anderes Straßennetzwerk ist halt eben näher dran und der Transformer funktioniert eben auf den nächsten Segmenten. Und jetzt im Vergleich beim Hidden Markov Model, wir können einfach dreimal jetzt
Jetzt haben wir hier Punkte zum Beispiel, also das, so sieht dann die konvertierte Punktfolge aus. Also jetzt hätte man das klassische Problem, was schon bewährt hat, dass man das Hidden-Markov-Model nutzen kann, um diese Punktfolge dann mit dem, mit der Punktfolge kann man dann mit dem Viterbi-Algorithmus die wahrscheinlichste Sequenz an Straßensegmenten herausfinden. Und das sieht dann sieht so aus und das funktioniert also ziemlich gut. Die Werte werden komplett richtig transferiert auf jeden Fall. Hier nochmal kurz der Fehler. Und ja, jetzt habe ich einmal das wieder in die Methodik, die ich vorhin vorgestellt habe, reingepackt. Und hier, das ist eine Gegend, die hat eher relativ enge Straßen. Also hier heißt es zum Beispiel an der Stelle, dass es relativ sicher ist. Hier ist es jedoch nicht so sicher. Das liegt daran, dass ich jetzt in die Ausgleichung die Straßenbreite mit eingefügt habe. Und da seht ihr zum Beispiel, es ist eher enger und wenn da jetzt ein Auto steht oder viel Verkehr ist, ist das einfach eine Gefahrenstelle und das hätte man sonst nur mit OSM-Daten nicht hinbekommen. Ja, so sieht es dann in einem Cesium-Environment aus. Also ja, das ist jetzt die CityGML-Daten, die angereicherten, habe ich jetzt in ein Cesium-Projekt eingefügt und das hilft einfach der Visualisierung. Jetzt kommen wir zum Fazit und Ausblick. Also grundsätzlich hat das alles ziemlich gut geklappt. Also das Matching ist größtenteils erfolgreich gewesen. Das Hidden Markov Model ist aber vor allem überlegen in Kreuzungsbereichen oder wo es ein bisschen komplizierter ist. Eine verbesserte Visualisierung ist auch mit Cesium auf jeden Fall machbar. Und ja, in Zukunft werden noch Sichtbarkeitsanalysen hinzugefügt, um so welche Kreuzungen wie auf der Grafik zu sehen, besser zu bewerten zu können. Dennoch gibt es zurzeit ein Problem. CityGML-Daten sind sehr selten, vor allem wenn es um Fahrspuren geht oder Fahrradwege. Da fehlt es einfach an Daten, dass es wirklich bisher umsetzbar ist. Dennoch gibt es ein großes Potenzial für eine bessere Sicherheitsbewertung und auch in anderen Themenbereichen. Wenn man jetzt die Breite von Bürgersteigen hätte, könnte man zum Beispiel auch rollstuhlfahrergerechtes Routing damit berechnen oder durchführen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank auch nochmal an Yunus Deby, William Lee und Christoph Beil, die mir unterstützt haben. Ja, vielen Dank, Herr Matejewitsch. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Ich darf Ihnen die nächste Vortragende ankündigen, Frau Antonia Bieringer. Sie wird uns ihre Bachelor-Thesis, die sie an der Technischen Universität München geschrieben hat, vorstellen mit dem Titel Evaluation of the Effect of Enriched Facade Models on Image-Based Localization of Vehicles. Frau Bieringer, Ihre Bühne. Okay, also hallo auch von meiner Seite. Ich will euch heute meine Bachelorarbeit vorstellen. Hier nochmal der Titel auf Deutsch. Also die Evaluation der Auswirkungen angerechneter Fassadenmodelle auf die bildbasierte Lokalisierung von Fahrzeugen. Die Idee von autonomen Fahren existiert jetzt schon seit ungefähr 50 Jahren, aber da stellt sich die Frage, warum sind die Autos noch nicht auf unseren Straßen unterwegs? Und ein Problem hierbei ist eben, dass die hochgenaue Positionierung gerade in Städten noch nicht besonders gut funktioniert. Also schauen wir uns mal genauer an, wie aktuell die Autos positioniert werden. Es wird aktuell eine Kombination von HD-Karten und dem GNSS, also dem Global Navigation Satellite System, verwendet. Das heißt, wir haben praktisch sowohl die Verbindung zum Satelliten, mit Hilfe derer wir uns positionieren können, können aber auch Features von zum Beispiel Gebäuden neben den Straßen verwenden, um uns zu positionieren. Das wäre die optimale Situation, aber in Städten ist es oftmals so, dass wir das Signal, was zum Satelliten existiert, dass das Signal blockiert ist. Der Vorteil ist aber, dass wir hier sehr viele Gebäude haben, mit Hilfe derer wir uns positionieren können, indem wir einfach die Features verwenden. Genau. Und das ist genau da, wo meine Bachelorarbeit ansetzt. Die Idee ist praktisch, dass wir diese Gebäudemodelle nutzen können, um uns hier zu positionieren. Und dafür verwende ich zwei verschiedene Gebäudemodelle in meiner Bachelorarbeit. Einmal das LOD2, also Level of Detail 2 Modell. Das ist ein einfaches Blockmodell, was bereits für fast alle deutschen Städte verfügbar ist, weil es automatisiert produziert werden kann. Und dann haben wir noch das LOD3 Modell. Das ist ein angereichertes Blockmodell, was auch schon zum Beispiel Fenster und Dachüberhänge hat, die im Modell modelliert wurden. Und es ist noch nicht für alle deutschen Städte verfügbar, weil es nicht automatisiert gewonnen werden kann. Und ich möchte in meiner Bachelorarbeit herausfinden, inwiefern uns das zum Beispiel in der Genauigkeit helfen kann, wenn wir diese angereicherten Modelle verwenden. Genau, das heißt, ich habe einmal als Input die Modelle, die ich gerade beschrieben habe, und dann einmal noch Bilder, die von Kameras, die auf dem Dach von dem Auto montiert sind, gewonnen wurden.
Und die Challenge hierbei ist, dass wir zwei unterschiedliche Formate harmonisieren müssen. Weil wir einmal diese LOD-Modelle haben, die zum Beispiel ein Mesh sein können, aber wir haben auch die Kamerabilder und wir müssen diese zwei Formate irgendwie zusammenbringen. Also die Methodik, die ich mir überlegt habe, besteht aus 4 Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich virtuelle Bilder der 3D-Modelle erstellt habe. Der zweite Schritt ist, dass die Bilder miteinander gematcht werden und dann die 3D-Koordinaten der Features, die wir in den Bildern gefunden haben, berechnet werden. Und zum Schluss wird noch die Trajektorie berechnet. Also schauen wir uns den ersten Punkt mal genauer an, wie man die virtuellen Bilder des 3D-Modells erstellen kann. Hier haben wir ein Beispiel für ein Mesh von einem 3D-Modell. Dann wird mit einer virtuellen Kamera durch dieses 3D-Modell gefahren und während diese Kamera durchfährt, nimmt sie praktisch Bilder vom 3D-Modell auf. Und die Bilder sehen dann zum Beispiel so aus. Das Prinzip dahinter nennt man Raycasting, also man schickt praktisch Strahlen durch die Kamera und bekommt dann die Schnittpunkte mit den Objekten zurück, auf die die Strahlen getroffen sind. Und dabei können wir eben dann das Modell zum Format Bild transformieren. Und das Besondere hierbei ist, dass jedes Pixel von diesem Endbild, was wir haben, eine 3D-Koordinate besitzt. Das heißt, die Koordinaten, die wir in dem 3D-Modell gespeichert haben und die uns helfen bei der Positionierung, sind immer noch verfügbar. Genau, im zweiten Schritt werden die Bilder miteinander gematcht. Und da habe ich mir eine neue Methode überlegt, die ich jetzt kurz erläutern will. Also oben sieht man ein virtuelles Bild eben von diesem Modell und unten das zugehörige Bild der realen Kamera. Der erste Schritt ist dann, dass man Feature in diesen beiden Bildern findet, indem man sie mit sich selbst matcht. Also wir haben sie noch nicht kombiniert. Und dann habe ich ein Bild erstellt, was nur aus schwarzen Pixeln besteht und dann die Pixel eingefärbt, die vorher in den Bildern detektiert wurden. Und schlussendlich werden diese zwei Bilder jetzt gematcht, wo man sich eben auf die wichtigen Aspekte dieser Bilder fokussieren kann. Genau, und das gleiche Beispiel jetzt auch nochmal für LOD3. Man kann schon sehen, dass die Feature, also dass wir deutlich mehr Features finden als in LOD2. Auch im nächsten Schritt haben wir deutlich mehr. Und genau, machen wir nochmal für das Beispiel von, nochmal ein zweiter bitte. Okay, genau. Jetzt sehen wir den Vergleich von LOD3 zu LOD2 und wie wir schon sehen können, finden wir viel mehr Features in den angereicherten Fassadenmodellen. Und die Idee ist eben, dass wir abstrakte Bilder benutzen und uns so nur auf die wichtigen Informationen der Bilder fokussieren können. Okay, im nächsten Schritt werden dann die Koordinaten der Feature berechnet, die wir gerade gefunden haben. Genau, das heißt, wir haben verschiedene Ergebnisse beim Raycasting. Wir haben einmal die direkten Koordinaten der Eckpunkte des Meshes, die man zum Beispiel jetzt hier als Beispiel mal sehen kann. Und wir haben die relativen Koordinaten der Punkte, die genau in diesem Dreieck getroffen wurden. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wenn wir zum Beispiel diesen Punkt hier berechnen wollen, dann nehmen wir praktisch ein gewichtetes Mittel aus den Dreieckseckpunkten und diesen U, V und S, also den relativen Koordinaten des Pixels in diesem Dreieck und können daraus die exakte Koordinate berechnen. Und im letzten Schritt wird die Trajektorie berechnet. Dafür verwende ich den Rückwärtsschnitt mit dem Least Squares Adjustment. Das heißt, wir haben 6 Unbekannte. Wir haben 3-mal die Position der Kamera und 3-mal die Orientierung der Kamera. Und wir haben n Beobachtungen und n ist dabei abhängig von der Anzahl der Features, die wir in den Bildern gefunden haben. Und wir benötigen 3 homologe Punkte mindestens, damit wir unsere Gleichung lösen können. Und die Gleichung, die gelöst wird, ist eben das funktionale Modell, also die fotogrammetrische Kollinearitätsgleichungen, die man hier sehen kann. So, zum Schluss noch ein Überblick über die Ergebnisse. Also ich habe herausgefunden, dass man mit LOD3 tatsächlich bis zu 57% mehr Features in den Bildern finden kann als bei LOD2 und durchschnittlich sind es 25% mehr Features, die man finden kann. Hier mal ein Beispiel dazu. Also hier die Features, die in dem LOD2-Bild gefunden wurden. Wir können schon sehen, bei LOD3 sind es deutlich mehr, aber wir haben noch ein paar Bereiche, wo praktisch noch keine Features gefunden wurden, obwohl sie eigentlich eine sehr gute Fassade darstellen. Das heißt, es wäre auf jeden Fall was, wo man das Modell noch optimieren kann. Und ja, genau, am rechten Bild nochmal ein Beispiel für das optische Bild. Genau, dann habe ich noch Untersuchungen zur Genauigkeit durchgeführt und wir können sehen, dass wir haben unterschiedliche Tests durchgeführt. Einmal, wenn man Gebäude auf beiden Straßenseiten hat, dann können wir die Genauigkeit um bis zu 79% steigern. Und wenn wir Gebäude auf nur einer Straßenseite haben, können wir die Genauigkeit um bis zu 3% steigern. Und noch ein kurzer Ausblick, also aktuell ist es nur eine lokale Optimierung, das heißt, ich habe eigentlich die Bilder lokal geschätzt und noch keinen Slam mit eingebunden, was aber auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre, um den Algorithmus noch zu verbessern. Und deswegen haben wir aktuell noch Abweichungen von bis zu 20 Metern zum tatsächlichen GNSS-Punkt.
Das heißt, es ist noch nicht bereit für die Positionierung von Autos und muss auf jeden Fall noch verbessert werden. Zum Beispiel, indem man auch andere Feature-Matcher anwendet, damit man eben nicht so Probleme hat wie in dem Bild, das Sie vorher gesehen haben. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Hier finden Sie nochmal mein GitHub-Repository verlinkt mit dem Code, meine Bachelorarbeit und auch das Paper, was ich auf Basis der Ergebnisse veröffentlicht habe. Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Bieringer. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Als nächsten Vortragenden darf ich Ihnen Herrn Severin Brochhagen ankündigen. Er wird uns seine Masterthesis vorstellen, die er an der Hochschule Mainz geschrieben hat, mit dem Titel Super Resolution Based NDSM Generation from Monocular Satellite Imagery. Sie haben mitbekommen, ich lese die Titel vor, sie waren alle auf Englisch, die Vorträge waren bisher auf Deutsch. Jetzt haben wir, glaube ich, auch mal wirklich einen Vortrag, der auf Englisch gehalten wird. Herr Brochhagen, Ihre Bühne. As Jerome told you already, it is about super resolution based NDSM generation from monocular satellite imagery. What a title. But what we can derive from that already is that it somehow tackles the task of NDSM generation. So the generation of a normalized digital surface model. Next page. And in order to understand why I did this specific approach, I will highlight in a minute, I would like to first show you the traditional methods for acquiring remote sensing and normalized difference surface model data. And there's, for example, stereophotogrammetry and light detection ranging, or LiDAR for short, from which the digital surface model and digital terrain model are then derived. And by subtracting one from the other, we gain the normalized different surface model where object heights are declared above ground level, because we subtract the ground level from everything measured, basically. Okay, so but that actually involves costly sensors and very involved flight planning. And first and foremost, a very low temporal resolution. In North Rhine-Westphalia, for example, we have up to 4 years until the same area is flown over again. And yeah, so how can we tackle this? I asked myself. And the idea is, of course, as for everything we do at the moment, is AI. More specifically, the technologies of super resolution, which is able to enhance image quality by learning certain parameters for the input images, and in this case, for satellite imagery. And if we combine that with monocular depth estimation, which we heard about earlier, we can actually use singular satellite images without using stereophotogrammetry and extract height information, because we extract the perpendicular view depth from that images. Okay. So as I told you already, I will use satellite imagery for my thesis, and I used Sentinel-2 PlanetScope specifically, and the temporal resolution, as we can see here, is already so much better than the 4 years for aerial photogrammetry, with 5 days and 1 day for PlanetScope. And this data is free of charge for my study, so I could use a lot of data to train my model and assess the quality of it. Yeah, so and the NDOM50 is ground truth in this case. Next page, please. Okay, so let's get more into the implementation specifics. So more specifically, I looked at two different approaches. The first approach was a transfer learning approach, because I wanted to know about existing models for super resolution, in this case, the real ESR GAN model, and for monocular depth estimation, the dense depth model, and I wanted to train these models on my specific data, on my satellite data, which has been divided into patches before. And I wanted to look at the quality that gives me this approach, just sequential approach. And then I also implemented an end-to-end approach, which I call DRPD, Dense Residual Pixel Depth, where I combined these two networks, and I implemented this on my own. So just to give you an impression, you don't need to understand this right now, because I can gladly tell you more about it after my presentation. But just to give you the impression, these
This is the real Esagon model. It consists of two components. It has a generator component, which creates an image, and a discriminator component, which assesses the output quality and looks at the produced image, compares it to the original, and says how fake it is, so how good the approach actually is. Then we have the DANSTEP network, which is a UNet structure. We heard about that earlier as well. We basically have a standard encoder block and a bilinear upsampling block for decoding the features discovered in the network. So, and what I did, that's why I showed you these two networks. I just combined these two. I first do a UNet segmentation. I look at the parts of the image, classify the depth information, and then sample that up using super resolution techniques. OK, so finally, let's look at the results. And as you can see here, this is the real Esagon, which has been adjusted by transfer learning approach. And we have a very good reconstruction of structure and detail. We can see the Sentinel-2 image on the left, the super resolution in the middle, and PlanetScope on the right, which has been ground truth for this process. It looks very realistic, but there are, of course, some slight distortions due to the fact that these are two separate satellite systems. And we can see that in other image samples as well. And when we look at the monocular depth estimation, so the NDSM generation, we can see strongly smooth results when using the Sentinel-2 data, which has a ground sampling distance of 10 meters. And the DANSTEP model is actually not usable at this point. But when we look at an image like this, we can see that the transfer learning approach does quite OK, I guess. And the DRPD solution, as you can see in this example, actually outperforms that. And lastly, I thought to myself, well, we have the planet data. So we have a satellite image data with 3-meter ground sampling distance. And we have an end-to-end approach. So what if I use this data in order to produce even higher resolution results? And that's what I did here. And we then can see that we only have slightly smooth results. The DANSTEP network looks good, but the DRPD method enhances this, these results and reconstruct a lot more detail. We can see that by looking at different samples, like here, where the color is more accurate, the coloring. And then we can see more even sharper edges at this point. OK, and in case you didn't believe me until this point, I also have numbers. The most important number, I guess, is that we can achieve from 3-meter ground sampling distance data, we can achieve something around 5 meters of a normalized difference surface model, which is very good because we don't need aerial photogrammetry and things like that. So it's cheap or free of charge data sources we can leverage. We have a high temporal resolution. And actually, monocular depth estimation can be used to extract the height information from satellite images. Super resolution proves valuable as well, and it should definitely be investigated more on. Yes, that's it. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Herr Brochhagen, für Ihren Vortrag. Es geht weiter jetzt mit Frau Lisa Dietz. Sie hat ihre Bachelorarbeit an der Hochschule für Technik in Stuttgart hier geschrieben und wird uns nun ihre Untersuchungen zur Errichtung und Nutzung eines UAV-Testfeldes im Landkreis Heilbronn vorstellen. Frau Dietz, wir sind gespannt. Dankeschön. So, herzlich willkommen auf der INDIGEO 2024. Mein Name ist Lisa Dietz und ich habe an der Hochschule für Technik in Stuttgart meine Bachelorarbeit abgeschlossen. Meine Arbeit handelte über Untersuchungen zur Errichtung und Nutzung eines UAV-Testfeldes im Landkreis Heilbronn. Die Arbeit habe ich in Kooperation mit dem Landratsamt Heilbronn gehalten. Zum Einstieg möchte ich Ihnen kurz erläutern, wofür ein UAV-Testfeld benötigt wird. Zum einen zur Überprüfung und Kalibrierung von Drohnen vor Ort, zum anderen für weitere Möglichkeiten für Testflüge oder Untersuchungen von neuen Sensoren wie neuen Kameras. Ein weiterer Hintergrund hat meine Bachelorarbeit, um eine Voraussetzung für Liegenschaftsvermessungen zu schaffen. Und zwar
werden Liegenschaftsvermessungen momentan noch mit anderen Messgeräten abgehalten und noch nicht mit UAV zugelassen. Um diese später in Zukunft auch mit Drohnen durchführen zu können, bedarf es laut einer Verwaltungsvorschrift einer jährlichen Überprüfung der Messgeräte, was mit diesem Testfeld in Zukunft möglich wäre. Ziel in meiner Bachelorarbeit waren, ein Workflow zur Errichtung und Nutzung des Testfelds zu konzipieren und dieses dann auch in die Örtlichkeit zu realisieren. Weitere Untersuchungen waren auch noch mit dabei, allerdings werde ich die hier nicht weiter nennen. Bevor der eigentliche Workflow konzipiert werden konnte, musste erstmal ein passendes Gebiet her. Und zwar haben durch mehrere Kriterien wurde dann ein Weinberg ausgewählt in der Gemarkung Ellhofen nähe Heilbronn. Dieser weist ein gutes Wegenetz auf, was für die Langfristigkeit des Testfeldes spricht. Weitere Kriterien sind natürlich eine Flugverbundszone, die hier zum Glück nicht vorlag. Des Weiteren liegt der Weinberg etwas abseits der Menschenansammlung und konnte deshalb gut beflogen werden. Zum Workflow. Der Workflow wurde in drei Unterprozessen eingeteilt. Zum einen befasste sich der erste Teilprozess mit dem Anlegen des geodätischen Netzes. Zum anderen mit dem zweiten Teilprozess, der aufeinander aufbaut, der sich über die Flüge sozusagen handelt. Nach beiden Teilprozessen, die ausgewertet werden, erhält man dann eine Gesamtanalyse, die das Ergebnis und die Kontrollen veranschaulichen sollen. Um den komplizierteren Workflow besser darstellen zu können, dachte ich mir, ich bringe ein paar Einblicke aus der Praxis mit. Und zwar beginnt man mit den Passpunkten. Mithilfe von Pass- und Kontrollpunkten werden die UAV-Bildflüge ausgewertet. Um diese nicht vor jeder Befliegung neu zu bestimmen zu müssen, da die im Millimeterbereich sein sollten, habe ich mithilfe den abgebildeten Bolzen eine Langfristigkeit geschaffen. Das Positive davon oder der Vorteil ist, langfristig bedeutet, dass die Genauigkeit auch langfristig beibehalten werden kann und zum anderen mithilfe einem Innengewinde der Bolzen lassen sich die Zieltafeln später besser in die Örtlichkeit fixieren und verändern ihre Position während dem Flug nicht. Um die Genauigkeit von Millimeter der Bolzen jetzt gewährleisten zu können, bedarf es natürlich einer Netzmessung und einer anschließenden Ausgleichung, um dann Koordinaten im UTM-System mit ellipsoidischen Höhen zu bekommen. Hier sehen Sie die 20 Passpunkte, die mit einer Netzmessung eingepasst wurden auf den drei Wegenetzen des Weinberges. Genau, nachdem das Netz dann stand, wurden die links die Schachbretttafeln, die Zieltafeln draufgeschraubt und mit zwei UAV-Modellen beflogen. Zum einen mit der Phantom 4 RTK, mit der anderen Mavic 3M. Die Befliegungen wurden im Anschluss mit der Software Agisoft Metashape durch einen fotogrammetrischen Auswerteprozess ausgewertet. Genau, kommen wir schon zu den Ergebnissen und Schlussfolgerungen. Zum einen konnte die Genauigkeit mithilfe der Netzmessung auf 2 bis 3 Millimeter erreicht werden, was eine gute Grundvoraussetzung ist, um später die Flüge mit den Koordinaten am Boden zu vergleichen. Man hat gesehen, dass das Testfeld eine gute Grundlage liefert, da gute Werte mit der DJI Phantom 4 erreicht wurden. Mithilfe dem Testfeld konnte man nachweislichen Kamerafehler in der Mavic 3M detektieren. Und zwar hat man festgestellt, dass die Brennweite fehlerhaft in der inneren Orientierung geschätzt wurde, was man mithilfe vom Testfeld dann gesehen hat. Genau, eine Empfehlung für das Testfeld ist eine Lagerung von dem Bildverband auf Pass- und Kontrollpunkte, dass man eine Kombination macht und eine reine Kontrollpunktkonfiguration, um einen RTK-Fehler out zu detektieren. Genau, eine weitere Schlussfolgerung sind Schrägaufnahmen, die in zukünftigen Befliegungen immer gemacht werden sollte, um den Höhenfehler zu eliminieren bzw. den ganzen Bildverband zu stabilisieren.
Ja, schlussendlich konnte man dann aufzeigen, dass der Workflow erfolgreich umgesetzt wurde und auch anwendbar ist. Genau. Falls Sie weiter Interesse an dem UAV-Testfeld haben, können Sie gerne mit uns in Kontakt treten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dietz, für die Vorstellung Ihrer Bachelorarbeit. Ich darf Ihnen als nächsten Redner Herrn Jan-Richard Fahrenhold vorstellen. Er wird uns seine Masterthesis vorstellen, die er an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt geschrieben hat, mit dem Titel Multimodal Tree Species Classification of Single Trees Leader Point Clouds. Herr Fahrenhold, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, ich freue mich sehr, Sie zur Präsentation meiner Masterarbeit begrüßen zu dürfen. In meiner Masterarbeit habe ich mich mit der Klassifizierung von Bäumen in LiDAR-Daten beschäftigt. Zunächst ein kurzer Überblick über meine Vortragsinhalte. Ich möchte beginnen mit den Datensätzen, die ich verwendet habe und der Methodik. Dann gehe ich auf die Netzwerkarchitektur ein, die ich im Rahmen der Masterarbeit entwickelt habe, präsentiere die Ergebnisse und ganz zum Abschluss fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte für Sie zusammen. Ja, wie wir wissen, ist ca. 30% der Erdoberfläche bedeckt von Wald und der Wald ist natürlich ein wichtiges Schutzgut. Es gibt verschiedene Disziplinen, die sich mit dem Schutz des Waldes auseinandersetzen. Dazu zählen zum einen die Präzisionsforstwirtschaft, das Biodiversitätsmonitoring, Risikobewertungen und das Habitatsmapping. Was besonders ist, all diese Disziplinen setzen auf eines, die automatisierte Klassifizierung von Baumspezies. Und mit der Verfügbarkeit von 3D-Daten, die immer größer wird, ist auch die Klassifizierung von Baumspezies in 3D-Daten immer wichtiger. Und genau mit diesem Thema habe ich mich in meiner Masterarbeit auseinandergesetzt. Kommen wir zu den Datensätzen. Für meine Masterarbeit habe ich zwei Datensätze ausgewählt, die in der Nähe von Karlsruhe und Bretten, also gar nicht so weit von hier, aufgenommen wurden. Veröffentlicht wurden die Datensätze auf der Pangaea-Datenplattform, wo es Naturdaten zu finden gibt, von Hanna Weiser et al. Im Jahr 2022. Mittlerweile ist der erste Datensatz, bei dem es sich um Terrestrial Laser Scanning, Airborne Laser Scanning und UAV-Borne Laser Scanning Daten handelt, Teil des For Species 20K Benchmarks, bei dem es darum geht, 20.000 Einzelbaumpunktwolken zu klassifizieren. Und der zweite Datensatz ist für dieselben 12 Waldareale verfügbar. Dabei handelt es sich um Full Waveform Daten aus einer separaten Airborne Laser Scanning Kampagne. Genau, damit wären wir auch schon bei der Methodik. Im ersten Schritt müssen wir natürlich, weil die Full-Waveform-Daten nicht segmentiert vorliegen, die segmentieren. Das Ganze basiert auf der Georeferenzierung der Punktwolken und einem KD-Tree, also einem Nearest Neighbors-Approach. Und dann werden die Punktwolken auf 2048 Punkte resampled, um sie als Input für ein neuronales Netzwerk nutzen zu können. Insgesamt produzieren wir drei verschiedene Datentypen für das Netzwerk. Der zweite wären numerische Features oder Metriken. Davon wurden 67 Stück generiert, 5 aus den Full-Waveform-Daten und 62 aus den regulären LiDAR-Daten. Beispiele dafür wären zum Beispiel der Durchmesser auf Brusthöhe, der Leaf-Area-Index oder das Kronenvolumen. Und der dritte und technisch gesehen auch vierte Datentyp, der verwendet wird, sind frontale und seitliche Tiefenbilder der Punktwolke. Dabei werden quasi seitliche Ansichten der Punktwolken gerendert und die Tiefeninformationen, die im dreidimensionalen Raum der Punktwolke vorhanden sind, werden durch eine Farbkodierung in den 2D-Raum übertragen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Schritt, bevor wir das Netzwerk trainieren können. Der nennt sich Data Augmentation. Dabei geht es in diesem Fall darum, das Klassenungleichgewicht, was im Datensatz vorherrscht, auszugleichen, sodass letztendlich jede Klasse ungefähr gleich viele Bäume enthält. Genau, damit sind wir auch schon bei der Netzwerkarchitektur, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit entwickelt habe. Das Ganze nennt sich MMTSC-Net. Das steht für Multimodal Tree Species Classification Network. Ist ein sehr langer Name, ich weiß. Es hat vier separate Zweige, die aus bereits bekannten Architekturen bestehen. Jeder dieser Zweige prozessiert unterschiedliche Datentypen, daher auch der Name Multimodal. Und
Wichtig ist, dass die Architekturen, die verwendet werden für die einzelnen Zweige, wie bereits erwähnt, schon bekannt sind, auch als genau bekannt sind. Zum Beispiel PointNet wird für die Punktwolken verwendet und DenseNet für die Bildprozessierung. Die Features, die aus diesen vier Zweigen resultieren, werden nach den vier Zweigen zusammengeführt und dann klassifiziert. Welche Vorteile bietet so ein multimodaler Ansatz? Von ChatGPT kennt man das ja mittlerweile. Die Daten werden in ihrem nativen Format prozessiert, das heißt, Bilder werden auch als Bilder prozessiert. Dadurch kann man den Datenverlust vermeiden, der auftreten würde, wenn man die Daten in ein anderes Format übertragen würde. Außerdem sehr interessant ist, dass man ohne größeren Aufwand die Architekturen dieser einzelnen Zweige durch genauere Modelle wie PointNet++ oder VGG ersetzen könnte. Allerdings würde dadurch natürlich dann auch der Rechenaufwand erheblich steigen. Hier sehen wir die ersten Ergebnisse, die das Netzwerk produziert hat, die Konfusionsmatrizen. Was man daran eigentlich ganz schön sieht, ist die dunkle diagonale Linie, die auf eine sehr hohe Klassifizierungsgenauigkeit hindeutet. Die schauen wir uns jetzt nochmal im Vergleich zu anderen Modellen an. Die Tabelle ist aufgeteilt in vier Blöcke. In den oberen zwei Blöcken sehen wir die Performance von MMTS-CNET auf Airborne Laser Scanning Daten im Vergleich zu anderen Modellen. Über sieben Klassen konnte MMTS-CNET die Performance leider nicht toppen, die bereits vom State-of-the-Art-Modell in dieser Kategorie erzeugt wurde. Bei vier Klassen wiederum konnte MMTS-CNET einen Sprung von ungefähr 1% Genauigkeit hinlegen. Aber ein ganz anderes Bild zeichnet sich bei den UAV-Borne-Laser-Scanning-Daten, bei Punktwolken sowohl mit Blättern als auch ohne Blättern, also aufgenommen im Frühling oder Herbst. Da sieht man, dass die Performance von MMTS-CNET vor allen Dingen bei der Genauigkeit um bis zu 7,7% höher liegt als PointNet++, was eigentlich allgemeinhin als eines der State-of-the-Art-Modelle bei 3D Deep Learning gilt. Genau, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Bei den Airborne Laser Scanning-Daten liegt MMTS-CNET ungefähr 2,2% hinter anderen Modellen. Aber bei UAV-Borne Laser Scanning-Daten konnte MMTS-CNET eine Verbesserung der Genauigkeit von 7,7% erzielen. Was steht in der Zukunft auf dem Plan? Ich möchte auf jeden Fall MMTS-CNET an diesem eben erwähnten For Species 20K-Datensatz testen, um es nochmal mit anderen Modellen vergleichen zu können. Dazu kommt auch noch eine Publikation. Und natürlich wäre es auch sehr interessant, die Modelle zu vergleichen, wenn man bei einem Modell die Zweige anpasst. Ja, damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt hier auf der InterGeo. Und wenn es Fragen zu dem Modell gibt oder zum Quellcode, sprechen Sie mich gerne einfach gleich privat an. Ja, vielen Dank, Herr Fahrenhold, für Ihren Vortrag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden es nicht glauben, aber wir sind jetzt schon beim letzten Pitch angekommen. Ich freue mich, Ihnen Herrn Thomas Kneuper ankündigen zu dürfen. Er wird uns seine Bachelorarbeit, seine Bachelor-Thesis vorstellen, die er an der Hochschule Bochum geschrieben hat, mit dem Thema Analyse und Optimierung von Carbon Efficiency von Spatial Data Science Prozessen. Herr Kneuper, Ihre Bühne. Ja, hallo zusammen. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen auf der InterGeo. Ich stelle heute meine Bachelor-Thesis vor, nachhaltige GIS-Anwendung, Wege zur Reduktion von Energieverbrauch und CO2-Emissionen. Die Bachelorarbeit ist im Rahmen eines Projektes mit der SRI Deutschland zusammen entstanden und die habe ich dann am Fachbereich Geodäsie an der Hochschule Bochum geschrieben. Zurzeit bin ich auch noch im Masterstudium an der Hochschule Bochum im Bereich Geoinformatik. Worum geht es bei mir heute? Also die Motivation hinter meiner Bachelorarbeit ist ganz zentraler Punkt, was man hier erkennen kann, die Klimakrise. Wie gehen wir nachhaltig mit unseren Ressourcen um? Wie gestalten wir das Ganze effizient? Es geht um Energieverbrauch, Smart Home, es geht immer darum, wie gestalten wir unseren Arbeitsalltag, alles Mögliche möglichst effizient, nachhaltig, sodass wir unsere Ressourcen am besten irgendwie nutzen können. Was hat das Ganze jetzt mit GIS zu tun oder generell mit Software? Wenn wir uns durch die Umwelt bewegen, hinterfragen wir uns immer, fahren wir E-Autos, wohin fahren wir, alles möglichst optimiert. Aber sobald wir unser Smartphone in der Hand haben, sei es bei Google, ChatGPT,
ist das eigentlich fast egal. Man hinterfragt sich ja nicht, okay, suche ich das jetzt, schicke ich den Prompt ab und so weiter. Und dahingehend habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man das auf den GIS-Bereich übertragen? Wo ist da der Anknüpfungspunkt? Oder kann man dort generell auch mal das antriggern, dass man das dort auf diese Schiene auch überbringt? Dann komme ich zum eigentlichen Thema schon. Es ging um Energiemessung von Software. Energiemessung von Software ist jetzt nicht so einfach. Wenn ich eine Software auf meinem Rechner laufen lasse, kann ich das ja nicht irgendwo einstecken und sagen, so und so viel Energie wird gerade verbraucht. Dementsprechend muss man Möglichkeiten finden, wie ich zum einen die digitalen Sachen auch hardwarenah messen kann. Das habe ich dann einmal mit so einem Hardware-Messgerät, sieht aus wie eine normale Steckerleiste, kann ich aber abfragen über eine IP-Adresse, um die Daten, die letztendlich verarbeitet werden, auch auslesen zu können. Da kommt auch Esri ins Spiel. Exemplarisch habe ich das Ganze an einem Arcis Enterprise durchgeführt oder daran getestet, um ein exemplarisches Beispiel zu haben. Das hätte man genauso gut auch mit anderen Möglichkeiten irgendwie durchführen können, aber es hatte sich dort sehr gut angeboten. Um auch auswertbare Prozesse zu haben, auch um Analysen durchführen zu können, habe ich dafür dann in Python ein Skript geschrieben, ein Programm geschrieben, um das Ganze auch auswerten zu können, um eine Skalierung auch drin zu haben an irgendeinem Punkt. Dann komme ich jetzt auch schon zu den Szenarien. Was habe ich eigentlich gemacht? Also was sind so die Kernpunkte des Ganzen? Was habe ich überhaupt vorgenommen? Da habe ich grundlegend unterschieden zwischen zwei Szenarien. Einmal habe ich zwei Bibliotheken miteinander verglichen. Jetzt am Esri-Beispiel einmal die Arcis API for Python. Kennen vielleicht viele von Ihnen, nutze ich für Arcis Online. Und einmal ArcPy, das kommt mit Arcis Pro mit. Und da habe ich einen Feature-Service erstellt. Und da habe ich mal verglichen, okay, was hat das für Unterschiede? Sind Unterschiede messbar, wenn ich diesen speziellen Prozess messe? Und zum anderen habe ich, wie ich eben schon erwähnt habe, Arcis Enterprise verwendet. Und zwar gibt es ja Feature-Services, wo ich Daten hinterlegt habe. Die Daten kann ich strukturieren, wie in einer Postgres-Datenbank und so weiter in Datenbanken. Was verwende ich für Datentypen? Und da habe ich mir mal eine Datenstruktur genommen, wo nur textbasierte Felder drin sind, was ja auch manchmal nicht unüblich ist in einigen Prozessen, wo man das drin hat, und einmal, wo es ganz stark optimiert ist. Das heißt, ich gucke mir meine Daten ganz genau an, was habe ich da genau liegen, habe ich dort String-Werte, Integer-Werte, Domänen, was ja auch sehr viele Vorteile mit sich bringt, und sind das oder sind Auswirkungen oder Unterschiede messbar und vor allem am Client messbar. Ich habe keine serverseitige Messung durchgeführt, sondern am Client, und da habe ich mir angeschaut, okay, ist das überhaupt messbar, gibt es da Unterschiede, und das sind so die Szenarien, die ich halt durchgeführt habe. Jetzt komme ich auch schon zu den Ergebnissen. Was habe ich überhaupt gemessen? Jetzt ist hier eine relativ wilde Grafik. Einmal auf der horizontalen Achse ist die Zeit dargestellt und auf der vertikalen Achse der Energiebedarf in Kilowattstunden. Die absoluten Werte sind jetzt hier erstmal relativ uninteressant, weil das ja von je nachdem, welchen Rechner ich betreibe oder verwende, ist das ja auch super unterschiedlich und kann auch andere Auswirkungen haben. Hier ist einmal dargestellt, einmal die hardwarebasierte und die softwarebasierte Messung und dann einmal mit der sogenannten schlechten Architektur und der optimierten oder guten Architektur oder Datenstruktur, die da viel, viel mehr hinterliegt. Und da lässt sich erkennen, erstmal allgemein anhand der verschiedenen Graphen, dass ich mit der Hardware-Messung immer unterhalb von der Software liege, was an den beiden Graphen hier recht gut deutlich wird. Und der viel wichtigere Punkt ist, dass ich trotz, dass ich am Client messe, obwohl ich Änderungen am Server vorgenommen habe, selbst hier Messungen oder Unterschiede in Form von ungefähr 15% einmal energetisch und von der Zeit her habe. Das heißt, ich habe trotz dieser Messung schon einen spürbaren Unterschied, auch wenn die dann noch relativ gering sind. Und das ist einmal der andere Vergleich oder das andere Szenario, was ich dargestellt habe. Auf den ersten Blick sieht man es wahrscheinlich nicht so gut, aber ArcPy bewegt sich hier unten und die Arcis API for Python ist da oben. Soll jetzt nicht heißen, okay, nutzt nicht die Arcis API for Python, sondern die hat woanders ihre Stärken, eher im Arcis Online-Bereich und nicht speziell darauf. In dem Beispiel habe ich eine Feature-Class erstellt mit ungefähr 4 Millionen Punkten, um das zu generieren. Da hat ArcPy natürlich mit Arcis Pro im Hintergrund ganz, ganz andere Möglichkeiten, aber hier zeigt das Beispiel ganz gut, wenn ich mir halt genau überlege, wenn ich Prozesse anstoße, welche Bibliotheken verwende ich, wie programmiere ich das Ganze, um das auch möglichst effizient und nachhaltig zu gestalten. Und hier lässt sich dann in diesem exemplarischen Fall ca. 90% Zeit und auch Energie einsparen, wenn ich da die richtige Bibliothek verwende, um meine Prozesse durchzuführen. Und da kann man auch wieder erkennen, dass ich zwischen Soft und Hardware, was sich so durchzieht durch die Messungen,
auch einen deutlichen Unterschied habe und dass, wenn ich jetzt nur softwareseitig messen möchte, auch das Ganze berücksichtigen muss, dass da nie alles mit hintersteckt, was die Hardware letztendlich, also was effektiv bei mir auf der Stromrechnung ankommt, wenn man so formuliert, auch da ist. Ja, dann komme ich auch schon zum Fazit und zum Ausblick. Also, was habe ich aus dem Ganzen gelernt? Was habe ich daraus mitgenommen? Was kann ich so mitgeben? Zum einen ist super wichtig, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich jetzt, was ja jeden irgendwie betreffen kann, wer damit zu tun hat im GIS-Bereich, dass ich meine Datenstrukturen optimieren sollte, an meine Daten anpassen sollte, was ja nicht nur Vorteile hinsichtlich der Auswertbarkeit hat, wenn ich Strings habe, jeder schreibt irgendwie ein Wort anders, wir im Deutschen kennen das mit den Umlauten und so weiter, sondern auch energetisch und letztendlich dann auch ja, finanzielle Auswirkungen hat. Dann ein weiterer Punkt, dass ich halt nicht die erstbeste Bibliothek, wenn ich Programme schreibe in Python oder sei es in irgendeiner anderen Sprache, sondern dass ich mir konkret Gedanken mache, was brauche ich für diese Prozesse und schaue mir auch an, welche sind wirklich am effizientesten und läuft am schnellsten durch und letztendlich energetisch auch. Und der viel entscheidendere Punkt an dem Ganzen ist einfach, wenn ich das jetzt ein einziges Mal durchführe, ist der Unterschied nicht so groß. Wenn ich aber eine Firma habe mit Kunden, die dahinter hängen, wo das dann ausgerollt wird, eine Software, dann habe ich ja eine relativ hohe Skalierung. Und diese Skalierung macht das Ganze sehr interessant. Wenn ich das mal 1000, mal 10.000 habe und die hochskaliere, die Prozesse, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn ich das nur einmal mache oder durchführe. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und ja, um den Ausblick so ein bisschen noch anzureißen, es soll so ein bisschen darauf hin, dass man das so anstößt, dass es halt Möglichkeiten gibt. Man kann das natürlich jetzt auch nochmal serverseitig auf dem Enterprise durchführen, was für Unterschiede es dort gibt oder mit anderen Szenarien, um mehr auch in die Richtung zu haben. Und das bietet sicherlich viel Potenzial, das in Zukunft auch dort zu machen. Dankeschön fürs Zuhören. Falls Fragen sind, sprechen Sie mich gerne an oder auch per Mail oder LinkedIn über die bekannten Kanäle. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kneuper, für Ihren Beitrag. Ich würde jetzt einfach alle 7 Kolleginnen und Kollegen, die jetzt einen Vortrag gehalten haben, die ihre Pitches präsentiert haben, einfach nochmal bitten, kurz hier auf die Bühne zu kommen. Vielleicht für den einen oder anderen, der es jetzt noch nicht mitbekommen hat oder am Anfang noch nicht da war, warum haben Sie sich öfters mal umgedreht und haben nach hinten geguckt? Das war nicht der Nervosität geschuldet, sondern einfach der Tatsache, der Bildschirm hier vorne war letztendlich schwarz. Die Kolleginnen und Kollegen haben quasi frei moderiert und immer noch mal kurz nach hinten geschaut. Und das Winken mit der Hand war nicht das Winken ins Publikum, sondern einfach der Hinweis an die Moderation, eben die entsprechenden Folien weiterzuleiten. Eine Person fehlt noch und jetzt wird sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie noch mal ganz kurz auf die Bühne kommen soll. Ja, ich nutze die Zeit ganz kurz in Eigenwerbung. Die 3 Kollegen der Jury sind schon weg und beraten sich fleißig. Ich darf Sie ganz kurz auf 2 Aspekte noch aufmerksam machen, die der AK derzeit als Projekte vermacht. Wir haben eine Umfrage zur geodätischen Ausbildung vorbereitet, die wir jetzt aktuell scharf geschaltet haben. Dazu werden Sie nachher solche Postkarten finden, die werden wir da drüben auf den Stuhl legen. Bitte gerne so eine Postkarte mitnehmen. Die Umfrage ist anonym. Wir wollen damit eben eine Basic haben und eben die Ausbildung im Bereich Geodäsie zu verbessern. Das Ganze dauert 20 Minuten letztendlich. Kleiner Tipp, die U-Bahn Richtung Innenstadt ist länger unterwegs. Also wenn Sie nicht wissen, was Sie nachher in der U-Bahn machen sollen, gerne diese geodätische Umfrage dran teilnehmen. Und der zweite Hinweis, eben Dimitri hat es in der Anmoderation ja gesagt, ich leite den Arbeitskreis 1 des DVW Ausbildung und Beruf. Wenn ich hier so in die strahlenden Gesichter schaue, Nachwuchsgewinnung, da habe ich wenig Sorgen, dass wir in Zukunft alle Stellen, die offen sind, besetzt bekommen. Ich kann Ihnen mal sagen, so ganz so toll sieht es nicht aus. Wir haben relativ viele Projekte in Sachen Nachwuchsgewinnung. Aber ob es letztendlich was bringt, das möchten wir gerne morgen ab 15.30 Uhr am anderen Ende dieser Halle auf der Stage 3 mit Ihnen diskutieren. Ansonsten 7 strahlende Gesichter. Wir warten alle auf die Jury. Ich nutze aber jetzt auch einfach die Möglichkeit, mal die 7 zu Wort kommen zu lassen. Wie war es für Sie auf dieser großen Bühne? Also ich war ziemlich nervös, zugegebenermaßen, hat man wahrscheinlich auch gemerkt. War das erste Mal auf so einer großen Bühne? Ja, also bei mir genau gleich. Gerade mit der Verkabelung war ein bisschen ungewohnt, aber ja, trotzdem cool.
Ja, ich schließe mich da auch auf jeden Fall an. War sehr ungewohnt, aber ja, tolles Erlebnis mal mitmachen zu können. Ja, ich schließe mich ebenfalls an, aber auf jeden Fall vielen Dank, auch, dass Sie das möglich gemacht haben für uns alle. Also man hat so das klassische, ja, die Präsentation für die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit, aber in so einem Raum dann nochmal zusätzlich einfach ohne Druck nochmal sich vorzustellen. Auf jeden Fall vielen Dank. Ja, genau. Also ich glaube, nervös waren wir alle. Und ich bin auf jeden Fall überrascht gewesen. Ich habe mir die Bühne etwas kleiner vorgestellt. Und dann stand ich da vorne, dann war ich noch ein Stück nervöser, aber ich habe mich tatsächlich gefreut. Also ich finde es schön, dass wir hier so eine große Bühne geboten bekommen und dass wir hier die Möglichkeit haben, einfach das, was wir, worauf wir auch, glaube ich, alle stolz sind, hier präsentieren zu dürfen. Ja, also ich fand auch, es war eine super Erfahrung, auch mal vor Leuten, die nicht in der Uni sind, zu präsentieren und nicht nur vor Kommilitonen. Sie waren ein sehr gutes Publikum, vielen Dank dafür. Ja. Ja, ich kann mich den anderen eigentlich nur anschließen. Dankeschön erstmal fürs Zuhören, aber auch für mich super nervös und kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Auch noch ungewohnt, seine Notizen nicht lesen zu können, das dann so frei raus. Aber ich glaube, das haben wir alle ganz gut hinbekommen, würde ich mal behaupten. Ja, also ich kann nur sagen, von Nervosität habe ich jetzt bei keinem von Ihnen großartig was gemerkt. Ich finde, Sie haben das alle sehr gut gemacht und ich denke, das ist auch mal ein Applaus wert an dieser Stelle. Ich darf Sie aber bitten, gleich auch nicht wegzulaufen. Also wenn die Jury kommt, drei, leider nur drei, am liebsten alle sieben, hätten es eigentlich verdient gehabt, hier eine Auszeichnung zu erhalten. Letztendlich, die Jury hat die Qual der Wahl und muss sich entscheiden. Ich würde Sie aber bitten, trotzdem nicht wegzulaufen, dass man zum einen nachher noch ein paar Bilder machen kann. Zum anderen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass die Kolleginnen und Kollegen von Intergeo gerne mit Ihnen auch noch Interviews führen würden. Und der ein oder andere hat es ja am Ende von Ihnen schon angekündigt. Für Fragen steht man auch gerne zur Verfügung an der einen oder anderen Stelle. Ich kann Sie beruhigen, auch der ein oder andere Arbeitgeber sitzt erfahrungsgemäß hier drunter. Der könnte unter Umständen auch auf Sie drauf zukommen. Vielleicht ergibt sich ja eine Jobmöglichkeit. Und jetzt, als ob es irgendwie ein gutes Omen wäre, der Bildschirm hier vorne funktioniert jetzt. Zumindest für diejenigen, die in der nachfolgenden Session dabei sind. Er funktioniert, er läuft. Ja, ansonsten, ich überbrücke jetzt einfach die Zeit, bis die Kollegen von der Jury dabei sind. Ich stelle sie vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz vor. Unsere Jury besteht aus Herrn Professor Dr. Robert Zeus von der University of Applied Science in Frankfurt, von Herrn Andreas Eicher, der für den Bereich Presse hier ist. Er ist unter anderem stellvertretender Redakteur bei GIS Business und Redakteur bei GIS Point. Und für den Bereich der Wirtschaft ist Herr Uwe König mit in der Jury. Er ist Geschäftsführer bei Conterra. Und ich glaube, man merkt schon, wenn die drei so lange brauchen, es ist wirklich schwierig. Wir haben wirklich, glaube ich, alle oder ein Großteil der geodätischen Professur hier abgedeckt, ganz verschiedene Facetten. Und was mich ganz besonders gefreut hat, wir sind hier in Stuttgart, aber trotzdem, ich glaube, Hamburg war vertreten, Mainz, Bochum, Würzburg, Karlsruhe, München. Sie sehen, bundesweit aufgestellt. Und auch, wenn ich hier so ins Publikum gucke, freut es mich sehr, dass so viele von Ihnen hier wirklich standhaft dabei geblieben sind und haben sich die Pitches angehört. Ich glaube, wenn ich auch richtig in die Runde geguckt habe, mindestens zwei Kollegen habe ich gesehen, die letztes Jahr hier auf der Bühne standen. Einmal liegt schon, da sehe ich auch noch, glaube ich, einen zweiten Kollegen, der da war. Also auch das zeigt, diese Veranstaltung etabliert sich zu einem Programmpunkt, der von Jahr zu Jahr immer wieder auf der Intergeo kommen wird. Ich hoffe, dass wir das auch nächstes Jahr auf der Intergeo in Frankfurt dann wieder in diesem Forum anbieten können. Und ja, ich bin gespannt, wann die Jury soweit ist. Aber da die drei Herren sich noch beraten, nutze ich einfach die Gelegenheit. Ich habe Sie ja bereits auf diese Umfrage darauf aufmerksam gemacht. Wir haben im Arbeitskreis 1 relativ viel auch investiert in Überlegungen, Ausbildung, digitale Lehre. An Corona war vieles schlecht, aber zumindest in Sachen Digitalisierung, Videokonferenzen hat es einen enormen Schub gegeben.
Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen rückblicken auf Ihre Studienzeit, wie waren so Ihre Erfahrungen in der Post-Corona-Zeit? Ist es mehr Richtung digitale Lehre gegangen oder back to the roots, alle wieder in die Hochschule? Haben Sie da so ein kleines Statement für mich? Bei uns war es durchaus verschieden. Man hat natürlich jetzt mehr Möglichkeiten. Die Professoren alle sind viel offener, auch mal eben zu sagen, okay, heute wird es schwierig, machen wir mal eben digital. Und es ist alles viel vielfältiger geworden. Also man hat schon mehr Möglichkeiten, hat dahingehend, wie Sie auch gerade schon sagten, durchaus Vorteile gehabt. So läuft es bei uns zumindest. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir die Vorlesungen wieder in Präsenz haben, was für uns alle, glaube ich, ziemlich gut ist. Es gibt aber die Möglichkeit, dass die Videos von den letzten Jahren hochgeladen werden und das ist natürlich super. Auch wir haben Professuren, die teilweise nicht besetzt sind und dann werden die Videos von den vorherigen Professoren hochgeladen, was natürlich für uns Studenten super ist, weil wir trotzdem die Themen und die Vertiefungen wählen können. Ich kann da tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich, das habe ich gar nicht erwähnt, ich habe einen berufsbegleitenden Master gemacht. Das heißt, für uns war sowieso immer Präsenz am Wochenende und da hatte ich nicht sehr viel von irgendwelchen Einschränkungen mitbekommen. Aber ich weiß auch, dass die Hochschule Mainz sehr viel Wert auf Präsenz legt und dass es wahrscheinlich auch hybride Möglichkeiten geben wird. Genau, also in Stuttgart war es auch so, ich habe in Corona-Zeiten angefangen, die ersten zwei Semester zu Hause verbracht und dann wurde das Ganze ganz schnell wieder geöffnet und was richtig gut ist, tatsächlich die Bibliothek, dass auch die Videos einfach langfristig jetzt für die Nachfolger für uns alle zur Verfügung stehen. Ja, also ich kann mich auch den Videos anschließen. Jetzt kann man, also es wurden Videos hochgeladen, auch für die Kurse. Also man kann auch im Nachhinein jetzt sich wirklich die Vorlesung nochmal anschauen und auch sonst die Kommunikation mit den Professoren oder Dozenten an der Uni einfach per Zoom-Meeting meistens. Deswegen, das klappt ganz gut. Ja, also dem habe ich auch nicht viel hinzuzufügen. Aber ich glaube, ich spreche auch für viele, wenn ich sage, wir sind auch froh, dass es wieder ein bisschen back to the roots gegangen ist und dass wir wieder mehr in Präsenz haben auf jeden Fall. Oder alles mittlerweile wieder. Ja, bei uns an der Hochschule in Würzburg hat sich so ein Hybridmodell entwickelt, wo es einige Veranstaltungen gibt, die finden online statt, andere eher in Präsenz und dann gibt es auch die, wo quasi beides möglich ist, wenn man viel am Rechner sitzt in einer Vorlesung und gerade eine Übung zu GIS macht zum Beispiel, dann geht das auch von zu Hause aus. Ja, vielen Dank für Ihre schnelle Einschätzung. Sie haben mitbekommen nebenbei, Robert Zeus hat mir so nette Urkunden in die Hand gedrückt. Ich will Sie jetzt auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Und ich darf gratulieren zum dritten Platz in Anführungszeichen Herrn Jan-Richard Fahrenhold. Meinen herzlichen Glückwunsch. Der dritte Preis dotiert mit 200 Euro. Dann Platz 2 geht an Severin Brochhagen. Auch hier meinen herzlichen Glückwunsch. Für 300 Euro und die Jury hat den ersten Platz vergeben an Antonia Bieringer. Auch hier mein herzlichen Glückwunsch, der erste Preis letztendlich datiert mit 500 Euro. Ich würde zumindest die Jury und die drei Erstplatzierten kurz bitten, nochmal für ein Gruppenfoto hier auf der Bühne zu bleiben. Die anderen vier, sie sind alle Sieger, ich kann es nicht anders sagen. Laufen Sie nicht weg. Die Kollegen von Intergeo, wie gesagt, möchten gerne mit Ihnen noch ein Interview führen. Vielleicht, wenn Sie sich in diesem Bereich da vorne einfach aufhalten, dann werden die Sie schon entsprechend abfangen. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben.